Was sagt die Straße? 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 Hier in dieser Stelle mitten in Berlin am Alexanderplatz wurde an einem Sonntagmorgen der 20-jährige Johnny K. so schwer verprügelt, dass er am Tag danach seinen Verletzungen erlag. Die Täter dagegen konnten fliehen. Kein Einzelfall, immer wieder schockieren Berichte von Gewalttaten auf öffentlichen Plätzen und in Verkehrsmitteln. Politiker fordern mehr Überwachung. Fühlt ihr euch noch sicher in Deutschland? Wir fragen nach, was sagt die Straße? Fühlt ihr euch noch sicher in Deutschland? Ja, eigentlich schon trotzdem, weil... Man hat immer das Gefühl, dass einem selbst sowas eh nicht passiert. Ist einfach so. Das sind zwar Einzelfälle, aber das kann ja nicht jedem passieren. Wie sicher fühlst du dich denn noch in Deutschland? Ganz sicher. Ganz sicher? Ja. Trotz solcher Aktionen wie da drüben? Ja. Ich fühle mich sicher. Hast du denn schon mal irgendwie Schlägereien oder sowas miterlebt? Hast du davon gesehen? Ja. Viele schon. Und warum fühlst du dich trotzdem sicher? Ich habe viele Freunde hinter mir. Also die jederzeit für mich da sind und so, die mit mir machen. Fühlst du dich sicher in Deutschland? Ja, teilweise schon, klar. Ich meine, wir haben ja so in dem Sinne ein gutes Rechtssystem und Polizei ist schnell vor Ort. Wenn was passiert, leider erst. Was würdet ihr machen, wenn ihr seht, dass jemand verprügelt wird? Das ist schwierig. Eigentlich, ja gut, wäre jetzt die perfekte Antwort. Ich würde dazwischen gehen, ne? Aber man hat selbst auch irgendwie Angst. Ist einfach so. Vielleicht andere fragen, ob die helfen können, nicht nur alleine hingehen, die Polizei anrufen, wenn es richtig schlimm ist. Die Polizei braucht zu lange. Ja, und die klären auch nicht so oft die Fälle. Es ist ja klar, dass man dann nicht die Polizei ruft. So, die Hilfe kommt halt leider immer erst dann, wenn schon ein Messerstich irgendwie passiert ist oder sonstiges. So. Und ich bin halt dementsprechend früher auch schon oft angegriffen worden, habe auch schon ein Messer in den Rücken bekommen. Und von daher weiß ich, wie das halt mit dem ganzen System und Rechtsstaat funktioniert. Wenn du sehen würdest, dass jemand auf der Straße angegriffen wird, was würdest du machen? Polizei holen und versuchen, soweit zu helfen, wie es geht, aber nichts irgendwie schlimmer machen. Soweit helfen, wie es geht, was heißt das? Dazwischen gehen, aber niemandem wehtun und auch nicht mich dann in unnötige Gefahr bringen. Also irgendwie einen von den beiden mega angreifen oder so. Aber ist das realistisch, wenn sich da welche prügeln und dann sagst du jetzt mal Stopp hier, Vorsicht? Ja, ich bin halt selten allein unterwegs. Und ich kenne, also alle, mit denen ich so bin, die haben auch ziemlich, die sind sehr einfühlsam so. Und wenn man mal so ein bisschen Kasport gemacht hat, das traue ich mir zu. Ich kämpfe auch nicht sehr oft. Also nur, wenn es hart auf hart kommt, wenn die anfangen, dann mache ich auch Selbstverteidigung. Also das ist ja ganz was Normales. Daher. Also wenn es nicht mehr geht, meint er damit. Also wenn es auch nicht mit Reden klappt, dann muss er halt. Und wie oft ist das notwendig? In der Woche einmal. Und wo wohnst du? In Köln. Wenn du auf der Straße siehst, dass es zu Gewalttaten kommt, was machst du dann? Ja, jetzt im Nachhinein, ich laufe weiter, greife da gar nicht mehr ein und ist mir wirklich scheißegal, weil solange ich die Person nicht kenne, es sei denn, ich sehe, okay, da ist jetzt, was weiß ich, ich kann das einschätzen von, was weiß ich, ich kann da eingreifen, da sind noch mehrere Leute vor Ort oder so, aber ansonsten so mache ich nie wieder, weil ich wäre beinahe selber draufgegangen und ganz ehrlich, also ich wollte auch in der Situation jemandem helfen und bin dann halt dementsprechend auch zum Opfer geworden und lag 2 Wochen im Krankenhaus und nee, deswegen, dementsprechend ist es für mich auf jeden Fall, mein Leben ist mir mehr wert als ich kenne die Leute nicht, habe mit denen nichts zu tun, bin in den Streit nicht involviert, fertig, aus, basta, also gehe ich weiter. Glaubst du, dass es denn sinnvoll wäre, keine Ahnung, mehr Überwachungskameras oder sowas zu machen, damit du dich nicht einmal pro Woche prügeln musst? Das hat keinen Sinn. Das kommt jederzeit, ja. Wenn ich jetzt auf Straße laufe, kann auch einer kommen und Fax machen, so. Wozu hilft dann Kamera? Kameras weiß ich nicht, aber mehr Polizisten, das wäre besser, ja. Weil hier in letzter Zeit ist ja auch so viel passiert am Alexanderplatz und ich kann es nicht nachvollziehen, weil wenn die das jetzt schon alles hören und wenn jetzt hier schon in letzter Zeit so viel passiert ist, warum jetzt nichts dafür getan wird, dass jetzt immer noch so wenig Leute unterwegs sind. Ich meine, auch um diese Uhrzeit werden Leute zusammengeschlagen. Die meisten Jugendlichen fühlen sich sicher in Deutschland. Aber wenn man genauer nachfragt, erfährt man, dass viele trotzdem schon Gewalterfahrung hatten. Kein Einzelfall also. Dass etwas getan werden muss, scheint klar. Doch was? Reicht mehr Zivilcourage oder brauchen wir mehr Polizisten und mehr Überwachungskameras? Was denkt ihr? Schreibt uns auf duhastdiemacht.de.